48 zu 30. Es ist aber noch alles drin, denn jetzt kommt etwas, was wir alle gehasst haben in der Schule. Es geht nämlich jetzt um alles. 78 Punkte können jetzt noch erspielt werden. Es ist also noch alles drin. Jetzt geht's nämlich in die große Abschlussprüfung. Alle acht zu mir. Alle acht zu mir. Wir rasen jetzt nochmal durch den ganzen Abend, okay? Von der ersten bis zur 12. Klasse, die Abschlussprüfung. Wir haben Fragen mit dem Prossin. Genau, tropf dich mal ab. Du bist kreidebleich, Patrick. Das staubt auch schön. Ja. Wir haben zusammen mit dem Stark Verlag, die machen nämlich Schulbücher, haben wir zusammengearbeitet und wir haben jetzt insgesamt 24 Fragen von der ersten bis zur 12. Klasse. Eine Schullaufbahn im Schnelldurchlauf. Sophie, Kanzlerin, los geht's in der ersten Klasse. Mit welchen drei Worten beginnen die meisten Märchen? Es war einmal. Es war einmal eine richtige Antwort. Richtig, ein Punkt. Namika. Ja. Was ist 16 auf die nächste Zehnerstelle gerundet? 20. Korrekt. Übrigens, falls ich mitbekommen sollte, dass hier vorgesagt wird, geht der Punkt sofort weg. Okay. Hannes. Wie heißt der achte Monat im Jahr? Oktober? August wäre richtig gewesen. Hannes, zwei Punkte gehen dir flöten. Passiert. Caroline. Ja. Auf welcher Ziffer steht der Minutenzeiger, wenn es 5:30 ist? Auf der 6. Richtig. Ja. Tim. Dritte Klasse. Im Kunstunterricht unterscheidet man zwischen Haarpinseln und? Bürstenpinsel. Borstenpinsel wäre richtig gewesen. Ist falsch oder was? War das jetzt akzentbedingt oder? Ja, es war fränkisch. Der fränkische Bürstenpinsel ist der Borstenpinsel. Punkt für die Kids! Patrick Ovomila, deine Antwort bitte im Hochdeutsch. Wie heißt die zweite Steigerungsform von gut? Besser. An dem Moment die zweite Steigerungsform, Entschuldigung. Das war dialektbedingt. Wie lautet die zweite Steigerungsform von gut? 3, 2, 1. Am besten? Am besten ist richtig. Sandy. Auf welchem Kontinent leben Tiger? Afrika. Falsch, Asien. Miroslav. Yeah. Wie heißt die Hauptstadt von Hessen? Frankfurt. Falsch, Wiesbaden. Ah! Was? Ja. Machst du nicht Tatorte? Sind die nicht immer? Naja. Sophie. Wie viele Ecken hat ein Trapez? Hier. Korrekt. Namika. Was passiert mit der Pupille im Auge, wenn man von einem dunklen in einen hellen Raum kommt? Die Pupille wird kleiner. Richtig. Hannes. Welcher Kanal liegt zwischen England und Frankreich? Ärmelkanal. Korrekt. Caroline Kebekus, von welchem Komponisten stammt die Europa-Hymne? Oh, weiß ich nicht. Da, 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 da. Ciao, goodbye. Beethoven. Tim, bei welchem Organismus findet man einen Hut, einen Stiel und Pilz. Einen Myzel? Ist der Pilz, korrekt. Wow. Patrick. Welcher Krieg endete 1648 mit dem Westfälischen Frieden? Nicht vorsagen. Welcher Krieg? Der 30-jährige Krieg wär's gewesen. Sandy,
Wie heißt die in der Renaissance entwickelte Konstruktionsweise, bei der alle in den Bildraum führenden Linien auf einen Fluchtpunkt zulaufen? Zentralperspektive? Absolut richtig. Die Kids führen zum allerersten Mal an diesem Abend. Miroslav, welcher deutsche Politiker wurde als eiserner Kanzler bezeichnet? Bismarck. Otto von Bismarck ist richtig. 67 zu 60. Sophie, wie wird im Deutschunterricht der auktoriale Erzähler noch genannt? Ich-Erzähler? Nein, der allwissende Erzähler wäre es gewesen. Namika, 9. Klasse, wir sind jetzt langsam schon in der Oberstufe. Du hast bisher alles gewusst. Die USA hatten wie viele Gründerstaaten? Sechsundzwanzig? 3, 2, 1. Ja. Die Hälfte wäre es gewesen. 13, ach, falsch. Scheiße. Hannes, 67, 60, kommst du hoch auf 70, 67. 10. Klasse, Biologie, 10 Punkte, wenn du das hier weißt. In welcher Drüse wird Insulin produziert? Bauchspeicheldrüse. Korrekt! Caroline Kebekus, mit welcher Probe lässt sich Wasserstoff nachweisen? Chemie. Mit einer sicheren. Mit einer sicheren Probe, die sehr gut funktioniert. Das ist richtig, aber nicht die Antwort, die wir brauchen. Es wäre die Knallgasprobe gewesen. Stell dich nochmal hin. Ach so, na klar, die Knallgasprobe. Tim. Natürlich die. 11. Klasse Sozialkunde. Nach wie vielen Jahren wird das Europäische Parlament neu gewählt? 4. 5. Falsch. Patrick, komm. So knapp. So knapp. Ich möchte dazu sagen, ich war nie in der 11. Das ist ja jetzt 11. Klasse. Ja. Wir sind in der 11. Klasse. Patrick Ogunmoyela. Entschuldigung, vorneweg. Ja. So erfolgreich war er noch nie in der Schule wie heute in dieser Sendung. Kann er hier wieder eine Führung für das Promi-Team markieren. 70 zu 67, 11 Punkte stehen auf dem Spiel. Nasser Regen und kalter Schnee sind Beispiele für welches Stilmittel? Warte mal, nasser Regen und kalter Schnee? Nasser Regen und kalter Schnee sind Beispiele für welches Stilmittel? Stilmittel? Ja. Ein rhetorisches Stilmittel. Ach, Drei. So doppelt gemoppelt, aber wie heißt das? Doppelt gemoppelt ist rhetorisch nicht ganz richtig. Ja. Ach. 3, 2, 1. Weiß nicht. Die Tautologie wäre es gewesen. Na, Mensch. Ja, sag mal. Tau. Ach, Tau. Ach so, ich dachte. Also, weißt du. Sandy. Wenn du diese Frage richtig beantwortest, seid ihr uneinholbar vorne. Und gewinnt den kompletten Abend für das Internatsdorf Aber Aubinder. Kein Druck, ne? Kein Druck. Kein Druck. Zwölf Punkte gibt's für diese Frage. Und diese Frage ist 20.000 Euro wert. Besser. Kein Druck, kein Druck. Ich wäre nervös. Willst du mich dann noch fragen, oder? Sandy, wie nennt man eine Reaktion, bei der Wärme an die Umgebung abgegeben wird? Exotherm. Endotherm? Exotherm. Aber Ex ist die draußen. Die erste Antwort war? Exotherm. Exotherme Reaktion. Wenn Wärme nach außen gegeben wird, ist das eine exotherme Reaktion. 12. Klasse Chemie ist richtig! Wow! Und obendrauf gibt's vom Stark Verlag eine komplette Schulbibliothek
für eure Schule. Tim, bitteschön, nimm das an dich. Tja, so kann es gehen bei Luki Schule und ich. Ein Wahnsinnsfinale. So sehen glückliche Sieger aus. Das Internatsdorf Frau Binder gewinnt 20.000 Euro. Und ihr zu Hause könnt alles nachspielen bei sat1.de oder bei uns auf der Facebook-Seite. Wir sehen uns nächste Woche wieder, wenn vier Prominente auf die Schulbank gehen. Und jetzt viel Spaß beim Faisal. Bis bald. Ciao.